Damit darf ich meine beiden letzten Gäste begrüßen. Und zwar auch wollen wir jetzt ein bisschen über Gründerszene sprechen. Das ist einmal Christina Siegemund. Sie sind Gründerin von Foodlab Hamburg. Und ich begrüße den FDP-Vorsitzenden in Hamburg, Michael Kruse. Und wir wollen ein bisschen über die Bedingungen reden, die gut oder schlecht sind, um in der Gründerszene hier voranzukommen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was läuft gut und was muss besser laufen. Genau, ja. Hallo. Hallo. Genau, was darf besser laufen? Also ich glaube, Hamburg ist eine wunderbare Stadt zum Gründen. Wir haben die Handelsmentalität. In Hamburg geht es immer darum, auch natürlich Geld zu verdienen. Aber was darf besser laufen? Die Wege dürfen einfach kürzer werden. Das war auch ein Grund, warum ich das Foodlab gegründet habe, nämlich einfach, um Menschen einmal zusammenzubringen und Wege zu verkürzen. Auch Wege zu Finanzgebern vielleicht zu verkürzen. Denn das, was Gründer immer nicht bekommen, ist ein Geld. Ja, es ist ein Gründerkredit im Zweifel, ohne drei Bilanzen vorzuweisen. Das sind zwei Dinge, die passen einfach gar nicht zueinander. Wenn man als Start-up, also als junges Unternehmen, drei Bilanzen vorweisen oder drei Jahresabschlüsse, das funktioniert nicht. Okay. Und das sind so Themen, die dürfen schon deutlich agiler werden, dass man auch wirklich Ansprechpartner hat. Und weil das sind alles junge Firmen, die im Zweifel auch zukunftsweisend sind. Wir haben ganz häufig in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um Gründer geht, wenn es um Technik geht, wenn es um Zukunft geht, geht es um Automobil, geht es um Digital, geht es um alles Mögliche. Und ganz selten oft um Ernährung. Dabei ist die Gründerszene im Bereich Ernährung besonders groß. Wussten Sie das? Haben Sie das irgendwie im Fokus? Ja, ich persönlich wusste das schon, weil es in Hamburg eben auch ein starker Trend ist und gerade in Hamburg mit dem Food Innovation Lab anderen Veranstaltungen auch, die speziell um das Thema Innovation im Food-Bereich gemacht werden, eigentlich schon eine ganz gute Wahrnehmbarkeit ist, auch über Hamburg Startups, solche Plattformen. Das heißt, gerade in Hamburg ist das Thema Food sehr groß. Das verwundert einen auch nicht, weil in Hamburg das Gesundheitsbewusstsein besonders groß ist. Das heißt, Hamburg ist die Stadt mit dem größten Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. Wenige rauchen, viele ernähren sich sehr gesund. Das heißt, die Frage, wie man sich gut ernährt, steht für viele Hamburgerinnen und Hamburger absolut im Mittelpunkt. Darüber hinaus ist es natürlich so, wir haben bei den Gründungsrahmenbedingungen viele Themen, wo ich merke, in den letzten Monaten, gerade im Corona-Jahr, ist es eben schwieriger geworden. Und viele Unternehmen berichten, sie haben immer noch keine Hilfsgelder bekommen. Das ist natürlich ein Faktor, der dann auch wie ein Hemmschuh wirkt. Deswegen ist es eben so wichtig, Geld während so schwieriger Phasen zu bekommen und aber eben auch in der Gründungsphase. Wir haben da in Hamburg die Innovations- und Förderbank, die eben auch Gründerprogramme ausgibt, auch im Food-Bereich und natürlich mit einem Fokus auf Innovation. Wie groß ist der Rückschlag gewesen durch Corona in dieser Gründerszene? Oder laienhaft gesprochen, also Zeit war ja genug, um sich Gedanken zu machen, in Anführungsstrichen. Hat Corona eine starke Auswirkung gehabt auf den Bereich Gründerszene im Bereich Food? Ich glaube, das, was GründerInnen stark können, ist flexibel reagieren. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass viele junge Unternehmen einfach alleine kämpfen, also alleine für sich kämpfen und auf einmal alles selber machen müssen. Und Corona hat ja wie ein Verstärker gewirkt. Das heißt, auch da mussten sie alles noch mal mehr alleine machen, selber gucken, wie komme ich über die nächsten Monate. Es sind vielleicht Vertriebskanäle weggebrochen, Lieferanten sind weggebrochen auf allen Ebenen, sowohl was die Produkte angeht, aber auch was die Verpackungen angeht. Das war für viele wie für alle natürlich kein leichtes Jahr. Gibt es überhaupt einen Überblick? Gibt es da irgendwie wer hat den Überblick über die Gründerszene in diesem Bereich? Gibt es das speziell für diesen Bereich oder ist das sozusagen nur ein großer Topf, in dem man auf Gründer, auf Startups guckt? Gibt es einen speziellen Bereich? Das machen Sie, hoffe ich.
Genau, deswegen gibt es das Foodlab. Also wie schon eben angesprochen, es gibt Hamburg Startups. Das war jetzt eine bisschen umständliche Anmoderation. Was ich eigentlich von Ihnen möchte, ist, dass Sie ein bisschen erklären, was Sie eigentlich machen als Foodlab. Genau, also das Foodlab deckt quasi all das ab, was es in Hamburg bisher nicht gab. Ich habe gesehen, dass ich habe selber für viele Food-Startups gearbeitet und habe gesehen, dass es einfach an Infrastruktur mangelt und dass es vor allem aber an Netzwerk mangelt, dass so ein runder Tisch, wie wir ihn alle, weiß ich nicht, 8 bis 12 Wochen hatten, dass der einfach nicht ausreicht, dass da einfach noch mehr Vernetzung stattfinden muss. Und deswegen habe ich irgendwann dieses Foodlab mir quasi ausgedacht und habe dann sehr, sehr viel und sehr lange mit vielen Menschen gesprochen und habe dann einen Platz für Foodies in Hamburg erschaffen, hier ganz in der Nähe, in der Hafen City, in der Überseeallee. Und dort gibt es alles, was Gründer aus dem Food-Bereich brauchen. Also es gibt einen Coworking-Space, es gibt Produktionsküchen, verschiedener Größe, verschieden ausgestattet. Wir haben ein Pop-Up-Restaurant, in dem alle 4 Wochen Konzepte getestet werden können, also neue Food-Konzepte getestet werden können. Das können im Zweifel auch wieder richtig große Unternehmen werden. Wir haben ein Café, das auch als Testfläche agiert. Das heißt, dort werden alle Produkte, die im Foodlab produziert werden, aber auch von befreundeten Startups aufgenommen und dann können das alle kaufen. Wir haben ein Foto- und Eventstudio und wir haben ein Accelerator-Programm, in dem wir junge Firmen unterstützen, die sich vielleicht jetzt gerade noch kein Büro oder keine Infrastruktur leisten können, die einfach noch ein bisschen mehr Starthilfe benötigen und bei uns ein Proof of Concept machen können. Wie kann Politik solche Dinge unterstützen? Wie kommt das Geld dahin, wo es auch risikobehaftet möglicherweise eingesetzt ist, aber vielleicht dafür aber auch zukunftsträchtig? Was kann Politik da leisten? Was können Sie unterstützend tun? 3 Dinge fallen mir dazu ein. Das erste ist ganz aktuell, wir müssen dafür sorgen, dass auch in diesem Sommer mit sinkenden Inzidenzen wieder Großveranstaltungen stattfinden können. Ich war hier in der Fisch-Auktionshalle vor 2 Jahren bei einem Event, wo es nur um das Thema Barbecue ging. Das hängt einfach davon ab, dass man eine Großveranstaltung gerade auch hier draußen auf dem Vorplatz unter freiem Himmel auch machen kann, dass es entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Das heißt, die Großveranstalter der Stadt, auch deutschlandweit, brauchen jetzt Rechtssicherheit. Wie sie denn in diesem Sommer mit welcher Art von Hygienekonzept, mit welcher Form von Testung Großveranstaltungen sicher durchführen können, damit das stattfinden kann. Das, was nur live geht, das ist das Erste. Das Zweite ist, Hamburg hat wie viele etablierte Clusterstrukturen. Und in solche Clusterstrukturen, die aufgebaute Netzwerke sind, in diese Netzwerke Startups reinzunehmen, und zwar schnell reinzunehmen, das ist ganz wichtig für den Bereich Food, aber auch für alle anderen Startups. Wir haben als FDP-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft vor einigen Jahren gesagt, alle Startups, die sich in einer Branche gründen, sind automatisch kostenfrei Mitglied in diesen Clustern, damit sie sofort diesen Netzwerkzugang zu den etablierten Unternehmen haben. Und das ist eine wichtige Initiative in diesem Bereich. Und das Dritte, was ich sage, ist, wir müssen es schaffen, dass die Unternehmen in Deutschland insgesamt nicht mehr so lange damit beschäftigt sind, Geld einzusammeln. Und da geht es auch um einen kulturellen Wandel. Wenn ich mir Unternehmen in den USA angucke, die haben schon 50 Millionen eingesammelt und noch gar kein Produkt. In Deutschland läuft es genau andersrum. Die haben ewig ein Produkt und sind damit beschäftigt, jemanden zu finden, der es finanziert. Und wenn wir die Finanzierung von Risikoinvestments besser stellen würden, zum Beispiel sagen würden, große Fonds, große Versicherungsgesellschaften dürften 2-3% ihrer Riesenanlagesummen auch in einem Startup-Bereich investieren, dann hätten wir auf einmal einen richtigen Run in diesem Bereich, ohne dass das jetzt völlig risikomäßig aus dem Ruder läuft. Und da sind so kleine Stellschrauben, wo wir auch ein bisschen ins Steuerrecht rein müssen, wo man dann sagen kann, das würde der Branche und dem auch der Bereitschaft, Verantwortung und Lust auf Unternehmertum zu machen, das würde da richtig wie ein Schub wirken, weil dann eben auch nach solchen Investments gezielt gesucht werden würde von großen Investoren. Jetzt ist unser großer Überbegriff hier heute Nachhaltigkeit. Und Gründer und Startups unterstellt man das nicht grundsätzlich, dass sie zwar in der Zielsetzung Produkte vielleicht entwickeln, die nachhaltig sind, aber dass die Unternehmen selber noch nicht so nachhaltig sind. Ist das Risiko, mit dem man einfach leben muss? Und haben Sie eine Vorstellung oder können Sie uns sagen, wie viele kommen durch und wie hoch ist der Faktor derer, die es nicht schaffen? Ich glaube, das hängt immer sehr vom Produkt ab. Ich glaube, da kann man gar keine pauschale Aussage treffen.
Es kommt auch immer auf die Situation an. Es gibt tolle Unternehmen, die erfüllen alle Kriterien, weil sie pflanzenbasiert sind, weil sie nachhaltig sind, weil sie eine gute Mitarbeiterstruktur, eine gute Unternehmensstruktur haben und es trotzdem nicht schaffen, weil sie vielleicht die richtigen Leute nicht kennen. Also ich glaube, das Thema Netzwerk darf man schon auch nicht unterschätzen. Ich habe das Food Lab innerhalb von 2 Jahren aufgebaut oder zur Eröffnung gebracht. Das habe ich nur geschafft, weil ich mit den richtigen Unternehmen, mit den richtigen Menschen an der richtigen Stelle gesprochen habe. Und ich glaube, dass einfach das Netzwerk noch ein bisschen intensiviert werden darf, um genau solchen Gründern zu helfen. Dann helfen natürlich Unternehmenskredite. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie da Veranstaltungen helfen können, weil im Zweifel ist gerade das, was nämlich kleine Unternehmen gerade nicht wuppen können, das hilft vielleicht dann den Veranstaltern und den Caterern, aber Startups hilft das jetzt gerade nicht wirklich. Wenn ich mich für Ihr Start-up interessiere, erreiche ich Sie wie? Ja, unter www.foodlab.hamburg. Das machen wir jetzt nochmal, www.foodlab.hamburg, genau. Und wunderbar. Wir würden uns wünschen, dass Hamburg das Thema Food ein bisschen mehr auf dem Zettel hat. Das hoffen wir auch. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch für diesen Eindruck nochmal. Vielen Dank fürs Kommen.